Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge Wasserpark Tycoon. Ja, so richtig nach Baden ist mir allerdings noch nicht. Das ist alles immer noch nicht da in dem Topf, wo es kocht, hier Gesundheit. Ich habe mir hier heute mal statt Käffchen, heute habe ich heute mal Kamilletee, habe ich hier. Oh, der ist noch heiß. Ja, aber wir wollen trotzdem mal versuchen hier und so, ne? Die Show muss weitergehen, das hilft alles nicht hier. Da müssen wir ein bisschen durch. So, wir könnten ja jetzt Gold, die Goldpartie können wir ja jetzt starten. Goldmission zu gelangen. Nur da. Geht der ganze Quatsch von vorne los, nicht? So, schauen wir mal. Oh Gott, was müssen wir denn machen? Sie haben tatsächlich das Zeug zu einem Manager. Ihre Parks sind erfolgreich, aber das reicht Ihnen nicht. Jetzt ist es an der Zeit, einen erstklassigen Wasserpark zu erbauen, um Badegäste glücklich zu machen. Sind Sie bereit für diese Herausforderung? Yeah! Wenn Sie diese letzte Aufgabe erfolgreich abschließen, dann werden die Kanone und die Wasserfontäne verfügbar sein. Na sowas. Wir brauchen 5 Sterne in der Hauptbewertung. Bauen Sie eine Riesenrutsche mit 30 Segmenten. Ach du meine Güte. Erwirtschaften Sie einen Gewinn von was? 15.000 Euro? Oh Gott. Und 75% zufriedene Parkbesucher. Da haben wir ja uns was vorgenommen. So, wir gehen wieder. Zap, zarap, tapam. Zack, zarack. So, und ja, wo fangen wir denn an? Wollen wir wieder alles vorne oder tun wir mal die Klohäuseln in der Mitte platzieren? Hier? Die brauchen wir hier auf jeden Fall. Das hilft ja alles nicht. So, wo war das jetzt hier? Die brauchen wir hier auf jeden Fall. Da kommen wir ja nicht drum rum. So, vielleicht machen wir mal alles ein bisschen schräg hier. So. Und dann brauchen wir noch. So. So. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Wir stellen einfach mal was hin. So, dann mit meiner ruhigen Hand ziehen wir wieder einen Weg. Ne? Ganz klassisch. Ja. Machen wir hier ein schönes Begele. Oh, ist es nicht schön, das Begele. So. Ach komm hier, Schluss. Bum. So. Ja, da hätten wir so das Wichtigste. So, wo machen wir denn den Imbiss hin? Und den vorne lassen oder machen wir den diesmal ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen woanders hin, den Imbiss? Vielleicht bauen wir auch generell heute mal alles rechts, wenn wir reingehen. Ich habe keinen Plan. Ich weiß so richtig, da gehen ein bisschen langsam die Ideen aus, gehen nicht da. Wir können ja hier vorne erst einmal ein Becken hinbauen, würde ich sagen, oder? Wir gucken mal, wie das von oben aussieht. So. Wir nehmen hier erst einmal hier das Übliche. Rund kriegt man ja nie hin, ja. Das geht ja nie. Dreieckiges Udoof. Ich weiß gar nicht, ob die uns das hier ein bisschen mit Ecke bauen lässt. Okay. Ja, vielleicht, hä? Mal was anderes ist das? Hey, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Sehen wir mal, damit wir es, naja, das ist so, na, eben gerade so. Gerade so. Gerade so, gerade ist das. Ja. So. Was soll uns das kosten? Oh Gottes Willen, das haben wir doch gar nicht. Nee, können wir nicht machen, weil wir haben hier gar nichts.
So viel haben wir gar nicht. Ja, Pool abreißen. Da wollten wir uns mal schön, also machen wir das wie immer. Klein und böblich. Fangen wir eben klein an. So. Warte, meine Güte, hat es schon wieder Abschirm. So, wie teuer wird der jetzt? Hä? $2,500, das ist auch einmal so groß, haben wir das doch gar nicht gemacht. Da täuscht das, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Nee, den machen wir irgendwie klein, soll man den machen? Das ist aber, das sind ja Preise, sind das ja hier. Da haben wir hier gleich auch kein Geld mehr. So, was kostet der jetzt? Naja, also geht doch. So, schräg, schön schief ist er. Schön schief. So, dann machen wir hier das obligatorische Ecke Sprudel hinein. So. Nee, hier. Leitern brauchen wir. Der Wasserpilz, nicht vergessen, der Wasserpilz. Hübsch ist es. So, kriegt man so eine Elefantenrutsche, die kostet 250. Ach du meine Güte. So, naja, da haben wir ja zumindest mal was für einen Anfang. Was für einen Anfang. So. Vielleicht machen wir den Imbissbereich diesmal hier hin. Fangen wir mal an, was nehmen wir für eine Bude? Pommes geht immer. Pommesbude. So, stellen wir hier schräg in die Ecke. So. Dann haben wir Pommes. Was haben wir noch? Ach, das kriegst du hier noch gar nicht, die anderen wieder. Die kriegt man erst wieder, wenn wir 3 Sterne haben. Das ist ja aber heute die Limo. Limo für den Durst. So. Und Zuckerwatte. So. Ja. Machen wir da Wege hin? Nee. Ach. Tische, um Gottes Willen. Also das irgendwie, wo waren denn jetzt die Tische? Oh, wir haben sogar mit Schirmchen, Tisch mit Schirm. Kostet auch 100. Machen wir natürlich Schirmchen-Tische hier hin. Gucken wir mal. So. Na, alle guten Dinge sind 3. So, 3 Schirmchen. Oh, der Verkäufer rücken schon an. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So, Ambiente haben wir natürlich wie verrückt. Jetzt haben wir Ambiente. Die teuren Ballen können wir uns nie leisten. Was kostet denn der? Der ist ja auch nicht viel billiger. Hier, Ambiente. Wir tun mal so. Papierkorb haben wir natürlich auch noch keinen dastehen, aber die müssen wir auch gleich noch hin tun, sonst wird das ja wieder nichts hier. Also Schmutzfingen wieder alles fallen lassen. Papierkörbchen. Ja. Drehen wir umherum. So, naja, da würde ich sorgen. Sicherheit haben wir ja sowieso mit Sicherheit noch nichts. Wir können ja noch hier im Weg hier drumherum machen hier. Oh Gott. Oh Gott, ich hab wieder, oh je, ach du mein, das sind ja wieder, Mensch du, also. Schwungvollen Weg. Sieht doch gut aus. So, da haben wir wieder Liegewiese, haben wir noch keine, brauchen wir alles nie, was zum Sitzen, so ein Blödsinn. Haben wir Liegewiese, was haben wir denn hier? Einfache Liegewiese können wir hier vielleicht hören. Zum Becken zu vielleicht drehen. So. Zack. Bisschen in die Liegewiese. So. Sonst maulen die hier wieder rum.
Es wäre gar nichts da. So, Spielplatz haben wir noch nie. Haben wir alles noch nie. Wo wir den hinstellen. Klein ems Klo hier. Keine Ahnung. Ja. Oh, du wird jetzt schon was einfallen. Ich würde sagen, wir tun erstmal das eröffnen. So, der Wasserpark ist geöffnet. So, jetzt gucken wir mal mit den Preisen. Ja, erstmal niedrig ist klar, weil wir haben ja noch nichts. So, Personal. Wir haben weder einen Gärtner, einen Bademeister haben wir nicht. Müssen wir erstmal einstellen. Das brauchen wir dringend. So, Reinigungskräfte brauchen wir und einen Gärtner brauchen wir erstmal. So, Verkäufer sind schon da. So, die kriegen aber erstmal nicht so viel hier, weil das geht nicht. Wir haben ja noch gar nichts hier. Zack. Minimum. Zum Mindestlohn werdet ihr beschäftigt. Das gibt's nicht mehr anders. zumindest lohnt. So, machen wir gleich hier das Ganze von vorn. Zack. Speichern. So, Prost, nehmen wir erstmal den und gucken mal, was sie zu meckern haben. Natürlich brauchen wir noch ein bisschen Sitzmöbel und sowas, das brauchen wir schon noch. Und Spielplatz, wie gesagt, haben wir keinen Spielplatz. Und Spielplatz neben der Liegewiese ist vielleicht auch nicht ganz so. Und neben Imbiss ist vielleicht auch nicht ganz so. Machen wir diesmal hier vorne hin den Spielplatz. Ja. Wie ein bisschen hier vorne hin noch ein kleinen. Ja. Sand brauchen wir. Ja, mit dem Sand hier. So, wieder schön von mir ist das. Damit es nicht heißt, wir haben hier gar nichts, wir armen Kinder. Machen wir hier zur Sicherheit, machen wir hier einen Weg hin. Ja. So, da können die also hier hingehen. Ah ne, guck mal, da hab ich schon mal Sand vergessen. Hier leuchtet ja noch grün durch. Das geht natürlich nicht. So, was haben wir denn jetzt für Spielgeräte? Können wir nehmen den obligatorischen Viper, nicht einen Viper. So. Noch einen Viper. So, stellen wir so hin. Können wir uns noch leisten. Schaukel. Nicht alles so gerade, schief. Ja, und dann haben wir noch eine Reckstange. Können wir uns die jetzt noch, die können wir uns noch leisten, du. Machen wir ein bisschen schräg. Wir machen halt alles schräg. So. Tja. Da gucken wir mal. Ambiente sitzt bestimmt. Oh Gott, erbärmlich alles. Ja, das ist in die Sicherheit. Sicherheit geht, weil er läuft ja umher. Da können wir ja noch froh sein. Am Imbiss ist auch Ambiente, wie war es? Hier ist schon ein bisschen Ambiente, haben wir hier schon geschaffen. Das sieht schon gut aus, sieht das so. Ja, wird auch schön gegossen. So, Imbiss will noch keiner. Wir haben auch nicht so viele Gäste. So. Wir gucken mal, Bänke. Was kommt in die Borgbank? 75. So. Gleich ein bisschen am Wegesrand. Nee, so rum muss ich drehen, du. Ach, jetzt haben wir natürlich. Wie jedes Mal bei diesem Spiel, Mensch. Wir haben nicht genug Geld. So, bis jetzt scheint ja noch keiner großartig rumzumuffeln. Ja, so. Sitzt doch schon jemand, hat sich schon hingesetzt, das ist schön, gesetzt. Oh Gott, sag mal. Jetzt hab ich mir in den Tee getan, wir kleiner mal einen Schluck trinken, vielleicht wird's besser. So, naja, viel Einnahmen haben wir ja hier noch nie. Ja.
Umdrehen können wir uns schon mal und stellen ihn dann auf diesejenige Seite. Ja, ja. Da lässt nicht locker, ich krieg ja okay Geld hier. Also in Menü, Spiel speichern. So, das ist jetzt die Folge 10 schon, was wir hier so machen. 10, 1, so, speichern. Weiterspielen. So. Oh, was zieht denn der von Gesicht? Was war denn das? Der Eintrittspreis ist viel zu hoch. Du willst mich mal veralbern mit der Mische. Das ist ja, das gibt's ja gar nicht. Der Eintrittspreis wäre zu hoch. Jo, machen wir eben heute alles schräg, jo. Was hat denn der jetzt wieder? Was ist denn das hier? Es ist zu wenig Wasserrutschen. Du hast doch die Elefantenrutsche. Meckert, oh, der Eintrittspreis ist zu hoch. Na sicher. Oder der eine will Wasserrutschen, ist der Preis zu hoch. Jo, also es ist ja wieder mal unglaublich, ist das. So, fangen wir hier vorne mit der Zierhecke ein bisschen an. Jo. So, dann haben wir ein bisschen Ambiente. So, was hat die jetzt? Zu wenig Wasserrutschen. Ja, ja, ich weiß. Und wir haben noch kein Geld, meine Gute. Wir haben einfach noch kein Geld. So, wie wird der Imbiss genutzt? Der Imbiss wird genutzt. Und die meckern auch rum. Was ist hier auch zu teuer? Sprungbretter. Oh Gott. Also, heute machen wir alles schräg. Heute ist nichts hier. Sprungbretter. So, was die alles haben wollen? Mensch, du, sind wir hier bei Wünsch dir was, sind wir dir? Oh, also ich krieg das irgendwie, krieg ich's nicht hin. Das gibt's doch gar nicht. Ach, wir lassen das jetzt so hier, Mensch. Alles schräg. Mal wie das hier aussieht, das sieht auch hässlich aus. Aber wenn ich das große Ding jetzt hineinpfeffer, dann wird der hier. Naja, naja, immerhin. Sieht das schon besser aus, da haben wir nicht so einen. Oh. Der Weg sieht eben geküsst aus. Kann man ja nichts machen, nicht? Das ist halt. So, naja, es wird doch langsam, langsam, langsam sieht das doch gut aus. So, und jetzt ist nur anders schräg jetzt, aber schräg, das ist die Hauptsache. Dim, bim, so, was haben die denn zu meckern? Ich wünsche mir mehr Spielgeräte. Ja, und dann wollen wir eine Wasserrutsche. Und dann wollen wir, es sind zu wenig Wasserrutschen. Und wir haben keine Sprungbretter. Und wir haben Disney. Und wir haben alle nur zu maulen. Mensch, dabei habe ich euch alles schräg hingestellt. Ja, sowas. Ah, hier freut sich ja wenigstens einer über Sauber Close. Da sind wir ja zufrieden. Tja. Hier vorne würde ich vielleicht noch ein bisschen Liegewiese hinmachen. Hier hinten machen wir noch ein bisschen Imbiss hin. Und dann machen wir hier vorne hier so ein Sprungbretter-Bums-Dings hin. Hier ein Sprungbretter-Wasserrutschbecken. Wenn wir mal irgendwann wieder Geld haben sollten. Ne? Weil im Moment sieht das ja alles schlecht aus. Was haben wir noch für Pole-Objekte? Die? Oh, 300er Wasserfall. Sprungbrett geht ja dort nicht. 350. Ja. Sicherheit, ja, wir gucken gleich mal, wie es mit der Sicherheit. Oh, oh, oh. Da werden wir wohl erst einmal in so einen Sessel investieren müssen. Wir drehen den so, dass wir das. Nee, andersrum wollte ich den. So.
Oh, da steht natürlich auf der Liegewiese. Das wollte ich ja jetzt auch nicht. Aber hier geht's und reicht da dann bis vor. Na, was denn du? So wollte ich das. Sieht zwar ein bisschen doof aus, wenn die Liegewiese hier da hinten ist, aber... Aber wir können ihn noch hier hinstellen. Ja, das können wir auch machen. So. Hä? Wieso denn das jetzt dort? Nee, was ist denn das jetzt wieder? Oh, das wollte ich doch gar nicht, Mensch. Kann man nicht wieder abreißen. Mann. So. Jetzt passt's. Mensch. Weil sonst kriegt man ja hier drüben wieder Probleme. Wir müssen die ja ein bisschen so stellen, ne? Ein bisschen, dass das hier ein bisschen wie ein bisschen passt. Vielleicht brauchen wir ja nur schon wieder einen zweiten Bademeister, wenn es hier alles Unfallgefahr ist. Der kann das. Oh Gott, hier hinten ist wieder Unglück passiert. Unglück, du Mensch. Wir brauchen wirklich einen zweiten Bademeister. Das hilft alles nichts. Personal, hier muss noch ein Bademeister her. Das wird sonst nichts. So. Das wird sonst nichts. Nee. Sieglinde, das wird nichts. Das schafft einer. Bei dem großen Gelände schafft das einer. Alleine, oh gar nicht. Das ist nie zu fassen, ist das. Ja. Ja, meine Lieben, da würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die erste Folge wieder von der Goldmission. Nicht alles schräg heute, alles schräg haben wir gemacht. Und dann gucken wir mal, was wir das nächste Mal weitermachen. So, gehen wir zum Spiel speichern. Und da ist das jetzt die 10. 2. Speichern. So, dann gehen wir zum Hauptmenü. Yep. Ja, meine Lieben, das ist es erstmal wieder gewesen sein, nicht? Heute haben wir alles schräg hingestellt, das passt wunderbar. Die Leute haben immer alles zu meckern, aber das ist ja das völlig normal, nicht? Völlig normal. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Danke euch wie immer fürs Zuschauen. Freue mich über Däumchen hoch, nette Kommentare und natürlich Abonnenten. Ja, meine Lieben, also dann tschüss, euer Heinz.